Hey, was hast du vor? Hey! Weißt du, dass du eine weinende Frau vor dem Haus hast? Ich habe ihren Gatten getötet. Was? Du hast ihn getötet? Er wurde rechtmäßig verurteilt. Sie wusste, dass es geschehen würde. Und warum ist... Die Leute würden sie aus der Stadt jagen. Sie hat hier niemanden. Ich dachte, ich kümmere mich um sie. Aber es soll wohl nicht sein. Weshalb? Das fragst du noch? Ich kann mich nicht einmal zu den anderen ins Wirtshaus setzen. Wenn ich einmal sterbe, schieben sie mich bestimmt mit einem Stock ins Grab, um meine Leiche nicht zu berühren. Ist es wirklich so schlimm? Ich beklage mich nicht. Die Arbeit wird gut entlohnt, aber man lebt wie ein Ausgestoßener. Dich werden sie auch schief ansehen, bloß weil du mit mir sprichst. Und davor fürchtet sie sich auch. Genau. Hat die weinende Frau keine Familie? Keine, von der sie weiß. Armes Ding. Du könntest ihr allerdings helfen. Ich? Wie? Ihr Gatte könnte noch Verwandte haben. Mit mir wird niemand sprechen. Aber du könntest mehr in Erfahrung bringen. Weshalb willst du ihre Sippe ausfindig machen? Willst du nicht, dass sie bleibt? Doch, sie ist eine wunderbare Frau. Aber ich will sie nicht gegen ihren Willen festhalten. Dieses Leben ist nicht für jeden. Was würde sie erdulden müssen, wenn sie bei dir bliebe? Viel, das versichere ich dir. Die meisten würden sich nicht mit ihr abgeben, zumindest nicht öffentlich. Und hätten wir Kinder, wäre es für die noch schlimmer. Ein glückliches Leben hört sich anders an. Es hat auch sein Gutes. Die Arbeit wird gut entlohnt und auch irgendwie geschätzt. Und will jemand einen Knochen richten lassen, ist mein Ruf schnell vergessen. Wie soll ich die Verwandten ausfindig machen? Frag Eliska selbst. Sie weiß ein bisschen über sie. Aber letzten Endes wirst du vermutlich dennoch mit dem Vogt sprechen oder in den Aufzeichnungen des Rathauses nachsehen müssen. Mal sehen, was sich machen lässt. Danke, wenn auch nur für den guten Willen. Ist das dein Ernst? Was soll ich bloß tun? Hermann schickt mich. Wo bin ich nur geendet? Nicht verzagen. Es könnte schlimmer sein. Nur der Tod wäre schlimmer. Viel fehlt nicht mehr. Kann ich dich nach deiner Familie fragen? Was willst du wissen? Hast du denn keine Verwandten? Jemanden, der dich aufnimmt? Nein, die Pest raffte sie dahin. Und dann bin ich bei meinem Mann gelandet. Ich wusste, dass sie ihn eines Tages aufknüpfen. Hatte dein Gatte keine Verwandten? Vielleicht. Er hat ein paar erwähnt, aber wir waren nie zu Besuch. Und mehr weißt du nicht? Nein. Aber wenn sie auch nur annähernd so sind wie mein Göttergatte, wird der Vogt sie kennen. Das war alles. Mein Gott! Womit habe ich das? Shh.
Sei mit dir, Heinrich. Gott sei mit dir. Kennst du Eliska, die Frau des Kerls, der kürzlich gehängt wurde? Die jetzt beim Scharfrichter ist? Genau die. Das Leben kann hart sein. Ja. Und weißt du, ob sie hier in der Gegend Anverwandte hat? Woher soll ich das wissen? Nun, entschuldige mich, ich habe zu tun. Vogt, du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich Probleme eher löse als verursache. Wohl wahr, ich habe da einiges gehört. Nun gut, frag den Schreiber. Wo finde ich ihn? Er hat ein Leiden, also wird er sicher in seiner Kammer über dem Studierzimmer liegen, im obersten Stockwerk des Rathauses. Schön, dich zu sehen. Der Vogt schickt mich. Das ist etwas anderes. Was benötigst du, mein Freund? Steht in deinen Aufzeichnungen geschrieben, wer wo lebt? Glaubst du etwa, wir führen Buch über sowas? Die Leute vermehren sich wie die Karnickel. Aber ich dachte, dass im Rathaus, in den Büchern... Junge, Aufzeichnungen gibt es nur über Abkommen, Strafen, Besitzrechte und so weiter. Und wenn es nicht gerade um einen Edelmann geht, dann steht da erst recht nichts. Eliska wird darüber nicht erfreut sein. Eliska? Meinst du zufällig die, die in die Mischeks eingeheiratet hat? Ja, genau, du kennst sie? Natürlich. Ich habe früher mit dem alten Mischek gewürfelt. Er hatte einen Sohn. Netter Junge. Wie geht es ihm? Oh, gerade schnürt ihm die Arbeit ziemlich die Luft ab. Er soll vorbeikommen, wenn er wieder Luft hat. Und wo leben die Mischeks jetzt? Einen Katzensprung von Ratai entfernt, bei einem Fischteich. Danke. Grüß dich, Heinrich. Willkommen, Heinrich.
Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Gott sei mit dir, Heinrich. Was willst du? Ich habe Neuigkeiten über eure Schwiegertochter. Eliska geht es gut, sie braucht nur... Hab nie von der gehört, hau ab. Ihr seid verwandt. Sie gehört zur Familie und braucht dringend Hilfe. Ich werd keinem helfen. Es könnte sich für euch lohnen. Ach wirklich? Und was willst du? Die Witwe eures Sohnes braucht Hilfe. Sie kann nirgendwo hin. Was kümmert uns eine nutzlose Schnepfe? Sie könnte auf dem Hof aushelfen. Wenn jemand weiß, wie man anpackt, dann sie. Wir kommen allein zurecht. Brauchen nicht noch ein Maul zum Stopfen. Ach, zum Teufel damit. Was willst du? Es könnte sich für euch lohnen. Ach, wirklich? Die Witwe eures Sohnes... Was kümmert uns eine Nut... Hilft dir das bei der Entscheidung? Wie wär's damit? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Schick sie her. Aber wehe, sie legt die Griffel in den Schoß. Muss ich ihren Teil verdienen. Das klingt ziemlich... Und wenn ich nur einen Mucks von ihr höre, komme ich mit der Rute. Eine tolle Familie.
Heinrich, schön, dass du da bist. Glück und Gesundheit, Heinrich. Du weinst nicht mehr? Nein, hab für meinen Lebtag genug geheult. Bei meinem letzten Besuch war das noch anders. Ich hatte selten Glück im Leben, aber letzten Endes ging es immer irgendwie. Und Tränen sind da keine Hilfe. Das ist wahr. Also konntest du etwas über sie rausfinden? Ja. Ich habe die Eltern deines Mannes ausfindig gemacht und sie würden dich aufnehmen. Aber? Sie sind keine guten Menschen, Eliska. Vermutlich würden sie dich schinden. Aber dort hättest du zu essen. Das Leben ist hart. Aber ich hätte eine Familie. Du hast recht. Ich spreche noch einmal mit Hermann. Du bist heute Abend vielleicht allein hier. Ich muss einem in Meerhojet das Bein richten. Das? Das kannst du? Ja, die Leute kommen von überall her, wenn sie verzweifelt sind. Eliska sieht besser aus. Schön, dass du da bist. Ja, aber glücklich ist sie nicht. Gott hat ihr schwere Prüfungen auferlegt. In der Tat. Wusstest du, dass die Pest ihre ganze Familie dahinraffte? Sie war gerade erst 12. Seine Familie zu verlieren ist hart. Verzeih, ich habe nicht nachgedacht. Und, konntest du etwas über ihre Sippschaft herausfinden? Ich konnte sie ausfindig machen. Sie würden sie aufnehmen, aber ich halte das für keine gute Idee. Überlass ihr die Entscheidung. Solange es ihr dort besser geht als hier... So wie du von ihr sprichst, möchtest du, dass Eliska bei dir bleibt? Weißt du, sie war schon immer ein süßes Mädchen. Als sie mit ihrer Familie nach Ratai kam, damals noch ledig, war sie schon wunderschön. Und es mag dich überraschen, aber sie wechselte sogar hin und wieder ein Wort mit mir. Es grämte mich, als sie diesen Taugenichts heiratete. Ja, es war naiv von mir. Aber ich dachte immer, dass wir zwei vielleicht... Nun, das Schicksal amüsiert sich gern. Ich habe ihren Gatten aufgeknüpft. Und sie lebt bei mir, nach all den Jahren, in denen ich an sie dachte. Ich möchte, dass sie bleibt, aber ich will auch nicht, dass sie unglücklich ist. Hast du dich entschieden? Ich kann nicht. Ich kenne die Mischeks nicht. Aber ich hätte eine Familie. Hermann könnte dir auch eine Familie geben. Er ist ein anständiger Kerl. Ich kenne keinen besseren, um ehrlich zu sein. Aber er ist ein Henker. Und wo ist das Problem? Dass die anderen Weiber sich unten am Fluss nicht mehr mit dir unterhalten würden? Hat dich dieser Klatsch je interessiert? Er ist ein feiner Kerl, oder nicht? Er würde sich um dich kümmern und wäre auch dazu in der Lage. Und er will dich. Er liebt dich so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Aber hat er das wirklich gesagt? Ja, er sagte, er sei seit Jahren in dich verliebt. Er fand schon immer, du seist das süßeste Mädchen in Ratai. Wirklich? Wir haben hin und wieder ein paar Worte gewechselt. Nun, er war immer gut zu mir. Bei allem, was heilig ist. Du hast recht. Ich bleibe. Hermann? Ja? Dürfte ich vielleicht hier bleiben? Für immer, meinst du? Wenn du nicht willst, dann... Du darfst! Natürlich darfst du! Eliska, du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht.
Gott sei mit dir, Heinrich.